Hallo zusammen, ich habe diesen Kühlschrank zurückbekommen, gekauft über eBay. Der Kühlschrank ist scheiße und funktioniert nicht. Ja, Punkt. Er will das Geld zurück, er will die Transportkosten zurückerstattet und so weiter, weil das Gerät funktioniert nicht, so wie es da ist. Und das Gerät steht jetzt hier, so haben wir es bekommen. Und wir schauen uns hier das Kühlaggregat an. Und für das nehme ich das hier aus den Rissen runter. Und wir sehen uns das hier an. Ich habe hier die 12 Volt Zuleitung. Oder wir gehen noch ein bisschen zurück. Ich habe hier eine Batterie. Und wir haben hier Plus, Minus. Also Minus auf Minus und Plus auf Plus. Und der Kühlschrank kühlt nicht, nur die Innenbeleuchtung hier im Kühlschrank brennt. Wir schauen uns das an, tatsächlich die brennt, aber der Kühlschrank macht weder Lärm noch sonst irgendwas. Ja, ist der Kühlschrank eingeschaltet? Zum Beispiel habe ich hier einen Thermostaten, den müsste ich einschalten. Aber, ja, kühlt immer noch nicht. Ist richtig scheiße, das Teil. Hier ist ein Kabellose. Das Kabel ist hier ausgesteckt. Wenn ich dieses Kabel hier einstecke, läuft der Kompressor an und der Lüfter fängt an zu drehen. Ja, wir haben hier eine Zugentlastung draus, dass man hier das Kabel nicht ausziehen kann. Ja, jetzt habe ich ein Gerät hier. Kunde ist sauer. Was ich bin, ist ein anderes Thema. Und jetzt schauen wir uns hier die Leitung an. Diese Leitung ist zweimal verdreht. Das heißt, man hat das Kühlaggregat gedreht und dieser Kühlschrank wird so sicher nicht kühlen. Soll ich jetzt noch weiter bei eBay verkaufen? Nein. Wir setzen die Preise bei eBay hoch. Wenn ihr da kaufen wollt, zahlt ihr einfach 100 Euro mehr. Oder so. Keine Anfrage. Warum es nicht läuft, sich nicht informieren und keine Betriebsanleitung lesen. Und wenn hier das Kabel nicht eingesteckt ist, ist das Gerät ja richtig scheiße. Wir machen seit über 50 Jahren 12 Volt Kühlgeräte. Es kann was passieren, das nicht läuft. Aber dann nehmt das Telefon und ruft wenigstens an. Hier ist eine Rufnummer drauf. Und nicht kommentarlos zurückschicken und das Geld zurückfordern und noch den Transport, die Rücktransportkosten zurückfordern, weil das Gerät nicht funktioniert. Ja, ich bin jetzt sauer und das bleibe ich und ich wünsche euch einen guten Tag. Hier mache ich noch ein anderes Video. Auch über ein anderes Arschloch, das eine Kühlbox zurückgeschickt hat. Tschüss!